Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica in der Staffel mit Mods. So, ich habe schnell mal das Viech hier draußen abgeschlagen. Dann habe ich geguckt, wegen diese Tafeln bauen. Können wir alles machen. So, ich habe jetzt nochmal... wir können gleich da lang, genau. Die Lautstärke von Subnautica einfach mal ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, das ist besser. Puh. So, jetzt müssen wir da hin und gucken, dass wir den Eingang schnell finden. Also früher war es halt unten so ein Loch. Da musste man runter und dann ging es da durch. Ich hoffe mal, das ist immer noch so. Wir werden es sehen. Oder jämmerlich versagen. Ich weiß es nicht. So. Ja, wie ich gesagt hatte, für diese Tafeln, für die Violette, brauchen wir halt einen Ionenwürfel und zweimal Diamanten. Dann gibt es, glaube ich, noch die blaue, da braucht man auch Ionenwürfel und Chlorokyanid oder so. Und dann gibt es noch die rote. Ich weiß nicht mehr genau, was man da jetzt braucht. Ist ja eigentlich auch völlig wurscht. So. Wieder da runter, ey. So, guck mal, Kamera. Ey, die kleinen Leuchtfische hier. Wollen wir die nicht mal mitnehmen? Lass mich mal schnell runter hier. Ich hoffe, hier ist nicht gleich ein Warper oder so, weil die fallen mal irgendwie. Die leuchten so schön. Komm, 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 komm. Ich will dich. Wollen wir zwei mitnehmen? Eigentlich wollte ich noch die anderen, die Runden. Die ist, glaube ich, da hinten, ne? Da, den. War der tot? Nö. Und davon bitte auch noch einen. So ein Murmelfisch, da ist einer. Guck mal hier, mein Kleiner. Sieht so schnuffig aus. Gab's aber, glaube ich, noch mehr von diesen Lavafischen, ne? Aber wir packen die erstmal irgendwo rein hier. Die knuffigen Dinger hier. Magma Rang. Ja, ich drei davon gefangen. Rotes Auge. So, gut, weiter. Ja, wir müssen was tun für die Forschung. Mach mal hier das Licht aus. Damit wir nicht so schnell gesehen werden. Was denn jetzt? Ey, Spiel. Mach mich nicht verrückt. Da lang. Schon Schreck gekriegt hier. Hier. Warum ist denn hier auf immer so dunkel? Hier unten geht's wieder. Hier leuchtet alles von der Lava. Hier ist auch der Nickel, glaube ich, gewesen. Wie geht's denn hier weiter? Ich sehe fast nichts. Halt, so. Mein Gott, was ist denn hier los? Du hau ab, du. Und? Waren wir zu schnell für dich? Gott sei Dank. Ich bin gut, hier unten juckt es uns nicht an so sehr. Aufgrund der hohen Wärme, die hier herrscht. Ach nee, komm, den Ramm. Ich dachte, den kann ich schön rammen. Doch, der hat ihn gekriegt. So.
mal, da ist das Kraftwerk. Alter, was scheppert denn das Ding so? Haben wir hier jedes Viech oder was? Jetzt ist die Frage, wo das war, ne? Puh, mir ist ein bisschen mulmig. Wir werden mal erstmal an dem Berg hier vom Kraftwerk weiterfahren. Da, Nickel, wenn mal einer braucht. Oh je, oh je. Wir müssen unten auf den Boden aufpassen. Da muss irgendwo das Loch sein. Die Frage ist natürlich, wo. Da ist das. Ja, wo war das? Ich bin schon erstaunt, dass hier noch nicht der Typ wieder rumgrölt. Aber der wird schon gleich kommen. Was ist denn das da? Noch nix. Am besten tun wir uns das dann auch markieren. Hier ist es wohl nicht. Hier sind wir schon mal falsch, würde ich sagen. Das ist Eingang Wärmekraftwerk. Dann werden wir mal hier um die Ecke rumfahren und gucken. Boah, was ist das denn für eine Murmel hier? Das sieht ja geil aus. Schick gemacht. Gut, dann fahren wir hier erstmal weiter. Na, hier hinten vielleicht? Hier geht es ja ein bisschen runter. Ist das hier? Ich glaube ja. Das könnte es fast. Oh, Alter, guck mal, warte mal. Kann ich mal. Ah ne, wo waren das jetzt hier? F6. Das sieht ja geil aus. Da müssen wir ein Foto von haben. So, jetzt muss ich mal schauen, ob das hier war. Da, guck mal. Hotte ist da. Hotte. Hotte ist irgendwo. So, wir fahren mal. Warte mal, ich glaube, ich muss uns umdrehen. War das schon immer so klein? Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Oh je, ich trau mal gar nicht nach oben zu gucken. Was könnte es aber sein, ne? Oh, ist das enge hier. Hopp, stopp. Wo ist der Typ? Bewegen besser. Scheibenschiss, Junge. Mach's Maul zu. Ja. Fahr runter. Runter. Rinn ins Loch. Machen wir gleich. Wir sind auf alle Fälle richtig. Glaube ich. Der kommt doch nicht hier hinterher, oder? Oh, die Bude leuchtet. So, was ist ab hier? Was ist los hier? Feuer? Ne, nur Damage. Der ist hier, ist der doof? Hau ab! Lass mich doch ans Steuer! Blödes Ding. Wir müssen weiter. Wir müssen erstmal weiter. Wie viel Leben geht noch? Da backt der hier durch die Felsen, oh, die Sau. So, ist der jetzt weg? Halt mal an. Boah. Ja. Oh, hier ist doch scheiße heiß, oder? Ja. Warte mal, Freund, warte mal. Dann haben wir hier ein Feuer, oder? Ja. So, jetzt müssen wir das Feuer löschen. Ganze Ruhe. Oh, was ist das nun schon wieder? I am what you seek. Want to. Ich bin, was du suchst. Möchte dir helfen. Ja, Baby, wir kommen zu dir. Bist du bald fertig hier? Ich muss hier langsam raus und die Putze reparieren. Alles zu mir. Fertig? Sehr schön. Schweißgerät.
Ja, ich weiß, es ist warm. Oh. Wo sind denn jetzt die Löcher? Piss dich hier. Oh, Scheiße, da ist noch. So, wo ist noch eins? Das war doch nicht alles, oder? Da ist noch ein Loch. Ich will ja wissen, warum ich den Anzug anhabe, wenn der mir nicht hilft. Ich weiß nicht, wie viel Grad hier sind, ne? Da ist noch ein Löchel. Ich hoffe, das war's denn erstmal. Oh. Schön durchknusprig durchbraten wie eine Ente, ja. Oh, so. Schiete. Und? Ah, da ist noch ein Loch. Ah, Scheiße. Wo ist das? Irgendwo? Das ist aber auf der. Irgendwo da hinten. Jetzt machen wir ganz. Wer weiß, was uns jetzt hier. Da unten ist nämlich noch einer. Was uns da noch begegnet. Ah, hier ist es. Und du, Drecksack, du. Du musst doch gar nicht hinsetzen. Ja, ab, du. Junge, Junge, Junge. Ihn jagst du weg, der nächste macht die Brete da. So, na, hol mal, wir müssen aber noch ein Stück schnabulieren hier. Was ist los da hier? So, hier, schnetzeln. Wieder rein. Zack, essen, essen. Jetzt ist es wieder ein bisschen gut. Schon wieder ein an der Luke hier, das kann nicht wahr sein. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Ach, der geht mir auf den Puffer hier vorne, ey. Drehen wir wieder vor hier. So. So. Achso, warte mal. Ich wollte ja noch eins machen. Damit wir hier auch gleich wieder zurückfinden. Wir machen uns hier noch eine Boje hin. Ich hoffe, ich kann noch eine bauen. Aber ich denke schon. Schön hier hinten hin. So. Eingeparkt. Jetzt mal schnell hier runter. Gerät. So. Die Gerät wird gebaut. Oh, noch dahin. So, den machen wir mal schnell auf der 1. So, aus. Eins, hab's hin hier. Wie nennt man das denn? Eingang. Lava. Tief. Ich würde sagen, das reicht. Dann wissen wir, was los ist. Oder ich weiß es zumindest. Hoffe ich. So. Jetzt hätte ich dir natürlich gleich abkloppen können. Na wieder. Ach man. Ach so halt. Wie viel? Strom. 100%. Sehr schön. Ja, wie gesagt, tut der jetzt vom Motor aus die Wärme umwandeln oder aus der Umgebungstemperatur? Ich glaube aus der Umgebung, ne? Deswegen brauchen wir hier unten nicht unbedingt. Da hinten ist es. Aber irgendwo schwirrt doch hier noch so ein Drecksack rum. Bleiben wir schön am Rand hier. Den Lavastrahl, da müssen wir ja nur nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob das mir was tut. Was, da hinten geht's auch noch weiter? War früher nicht. Da war hier hinten, glaube ich, Schluss, oder? Warum ist denn jetzt hier kein Dragon mehr? Ganz neu. Naja, war aber, ist mir wurscht. Auf alle Fälle stellen wir das Ding hier wieder schön an der Seite. Da hinten geht's weiter. Das war das. Also früher war es ein Stückchen, glaube ich, auch nicht so weit. Gut, ich weiß nicht, wie weit es da geht. Mal den hier ein bisschen so einparken irgendwie. So, lasse ich den jetzt an oder nicht? Auf alle Fälle müssen wir erstmal schauen. 100%. Wir werden es mal beobachten, weil ich muss ja sowieso gleich bestimmt nochmal her. Wegen. Ich muss jetzt erstmal gucken, was wir da brauchen. Halt, das machen wir in den Anzug. Was wir für den Eingang brauchen. Aufgeladen, sehr schön.
früher an Dragon rumgeeiert. Haben wir noch ein Foto hiervon machen oder so? Komm mal hier rauf. Oh, dadurch sehe ich auch nichts. Machen wir den Cheat hier alles aus. Den machen wir jetzt von drinnen, mal gucken. So. Ich staune, dass hier kein Zitronen mehr rumhirscht. Wo geht's da hinten hin? Ich weiß es nicht. So, wir gehen erstmal hier rein und dann schauen wir, was wir brauchen. So, hier drinnen haben wir nämlich... Aha. Was ist denn das, Leute? Lila, violett oder so? Blaue Tafel? Nee, blaue. Alles gut. Machen wir alles. So, komm mal her, mein Freund. Oh, da oben Ionenwürfel, ne? Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor Egg Hatching Project terminated. Live specimens terminated. Hey, bleib hier unten. Achso, ja, brauchen wir ja nicht mehr einsammeln. Für mich nach jedem hier immer abgebaut, sofort eingesammelt, damit das war, weil die haben hier drin gepackt, hier mal festgeklemmt und so. So, sehr schön. Boah. Achso, der macht jetzt neue, stimmt. Hier hast du nämlich unendlich von diesem Scheiß. Können wir hier irgendwas scannen halt? Wir müssen den Scanner erstmal wieder in der Hand nehmen hier. Auf der 1. Fremdes Objekt. Was bist du? Fremder Baustein. Oh. Können wir erstmal alles scannen. Scannen, scannen, scannen. Wofür auch immer. Ziegelförmiges Artefakt. Biomaterie Partikular. Sensorimplantat. Leere Vitrine. Du? Willst du was mehr? Ich hoffe nicht. Hier drüben ist auch noch was, ne? Rudimentäre Tafel. Mhm. Fremde Skulptur. Müssen alles erforschen hier. Kreisförmiges Objekt. Könnte man dann alles auch mal durchlesen, ne? Ich will aber vorwärts, vorwärts, vorwärts. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Haben wir? Ein Schwert. Das ritterliche Schwert zum Kampf gegen den Dragon. Was ist das hier? Ying und Yang oder was? Sieht so aus, wa? So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen dahinter, weil hier an den Seiteneingängen, glaube ich, waren, ist man zu diesen Stoffen gekommen, die man braucht für das Rezept, glaube ich. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch brauchen. Alle Fälle wieder eine Tafel, ne? Ist das auch eine blaue? Ich sehe das nicht, scheiße. Aber es war die gleiche wie jetzt und das war doch eine blaue, oder? Ah, halt, da oben ist noch was. Hier können wir schon wieder... Ist das fertig, das Ding? Ja. Ja, ja. Meins. Alles meins. Können wir uns fit... Batterien noch bauen hier und alles. Ionenbatterien für das Werkzeug. Dann halten die Ohren länger. Ja, und wenn ich falsche Tafel baue, ist auch nicht ganz so schlimm. So. Bleib mal hier stehen, Kollege. Hier geht's ja auch noch lang. So, Daten-Download. Projektdaten zum Enzym 42. Wollen wir uns das mal schnell mal durch... Ah, da steht's. Laut den übersetzten Datenprotokollen wurde eine einheimische Leviathanart entdeckt, die eine einzigartige Substanz produziert, die da als Enzym 42 bezeichnet wird. Und die Symptome der bakteriellen Kara-Infektion bei anderen einheimischen Organismen hemmte. Das Exemplar wurde gefangen und einem eigens dafür gebauten Lebensraum für weitere Studien aufbewahrt.
Die fremden Forscher waren sehr bemüht, die Umweltbedürfnisse der Lebensform zu erfüllen, inklusive dem Einbringen voneinander abhängiger Pflanzen und Tiere durch ein Sprungtor vor Ort. Trotzdem verschlechterte sich ihr Zustand schnell. Als die Quarantäne verhängt wurde, wurden alle Sprungtore und Kraftfelder versiegelt. Alle Versuche, das Enzym zu einem Impfstoff zu entwickeln, waren erfolglos geblieben. Ja, weil ihr bestimmt böse zu dir seid. Ich muss mal gucken, wo wir hin müssen jetzt hier. Ich weiß es nicht mehr. Was haben wir hier? Ein Scanner. Konservierter Fötus. Von wem? Das ist doch von der, oder? Ja, Sea Imperator Fötus. Er wurde konserviert in einer Vitrine gefunden und war möglicherweise ein junges des erwachsenen Exemplars, das in dieser Einrichtung festgehalten wird. Physiologie. Die oberflächliche Verwundung des Exemplars zeigt, dass es gewaltsam aus seinem Ei entfernt wurde. Unterentwickeltes Gewebe weist darauf hin, dass der Organismus während des Entnahmevorgangs verstarb. Gewebeproben wurden dem Verdauungstrakt entnommen. Analyse. Es scheint, dass die Fremden versuchten, aus den Enzymen, die der Verdauungstrakt des Exemplars produzierte, ein Heilmittel für das Bakterium herzustellen. Ja, schön. Ohne ein junges, gesundes Exemplar waren diese Bemühungen vergebens. Ja, die Bösen. Und hier? Kann man nicht. Jetzt hier? Das ist einfach nur der Raum mit dem Kleinen hier. Ne? Gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Dann müssen wir nochmal ganz raus und müssen wir uns noch eine Tafel machen. Wir können ja nochmal schnell mal hier die Seitengänge gucken gehen, aber ich glaube, hier waren die ganzen Tore drin, ne? Ich glaube irgendwie so, ja. Deswegen brauchen wir hier so viele Ionenwürfel. Ja, genau. Das machen wir dann nach und nach. Wir gehen einzeln jeden Gang dann durch. Oh, jetzt sind wir bei 22 Minuten. Wir machen uns jetzt noch eine Tafel. Wie gesagt, ich hoffe, das war das blaue oder violett, ey. Shit, ey. Ob das jetzt wüsste. Der hier schönes Licht an. Nein! Nein! Er leckt mich doch am Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, das ist doch alles nicht wahr. Was soll denn der Scheiß? Lass mal kurz aufladen. Nee, komm. Oh, nee. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh, ja, Leute. Das heißt, diese Folge nochmal von vorn. Scheiße. Mal sehen, ob ich sie mit drauf lasse. Gut. Wie gesagt, wir müssen das nochmal mal vorne machen. Hätte ich mal davor abgespeichert, ey. Schade. Na gut. Wenn es dir gefallen hat, das Däumchen. Ich drehe durch ein Abo. Und dann, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Die nochmal die gleiche sein wird fast.